Glück auf, meine Kumpel Malocha, herzlich willkommen hier zum Livestream, zum Deadline Day. Wir sind ja noch ein paar Stunden hin bis zum Ende. Ich werde heute auch nicht bis 24 Uhr streamen, sondern wollte hier nur mal kurz reinschauen, auch weil wir einen Neuzugang haben. Und das ist Eda Balanta. Hat auch bereits gespielt. Heute gab es ein Testspiel gegen Wattenscheid, wo der auch aufgelaufen ist. Und ja, war eine Überraschung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir noch einen neuen Sechser bekommen. Wir können gleich über den Spieler sprechen. Ansonsten auch vielen Dank an die Mitglieder und Donations aus dem Januar 2023 hier unter mir auf der Tafel zu sehen. Ja, letztes Stream 2023, im Januar 2023. Deswegen nochmal vielen Dank an die Mitglieder Ninja Eistee04, Andi Voth, Wolfgang Petrasch, Mike Mehle, Heiko H., HG Rach, Armin Usinger, der sich auch eine Meinung zum Neuzugang gewünscht hatte. Also da gehen wir gleich drauf ein. Schalke Rebell, Jizzes187, Brawlstars, Jakob Palme 2007, Orkan Irgard und Ahmed B. Genauso wie die Donations, vielen Dank an Camo für 4 Euro, Laurens Kreuzer 1 Euro, Jakobus 1 Euro, Orkan Irgard 99 Cent, genauso wie Leon04 99 Cent und Sasa auch 99 Cent. Mike ist auch da, Glück auf mein Bester, schön, dass du da bist. Und BlackKing77 ist auch da, Glück auf. Schön, dass ihr beide da seid. Schreibt mal rein, ist der Ton in Ordnung, ist das Bild in Ordnung? Passt das alles soweit? Gerne auch einen Daumen nach oben reinballern. Ist immer sehr, sehr wichtig für den Algorithmus. Und ja, also Deadline Day ist eine Menge passiert, auch in der Bundesliga. Cancelo ist zu Bayern gewechselt. Isco, die zweite Riesenüberraschung, der zweite, muss man sagen, Riesenname. Ne? Hat bei Real Madrid 5-mal Champions League geholt. Ist dann doch nicht gekommen zur Union. Da gab es wahrscheinlich Unstimmigkeiten bezüglich Netto-Brutto. Und ja, ist einiges passiert hier so am letzten Tag. Und deswegen ja, reden wir heute drüber. Steve Meinl ist auch da. Glück auf, mein Bester. Alles perfekt, perfekt. Und Micha ist auch da. Ja, moin, Cedric. Glück auf. Wie geht's dir? Ja, ich habe mir den Eda Balanta angeguckt, Kolumbianer, ist auch Nationalspieler, hat auch eine Menge Erfahrung jetzt gesammelt, hat zum Beispiel auch Champions League gespielt, ähnelt für mich so ein bisschen auch an Viktor Paulsen, so vom Spielertyp, also so ein richtiges Zweikampfmonster defensiv, hat auch eine gute Geschwindigkeit. Was er, glaube ich, nicht so kann, sind Pässe spielen, Technik. Spielt gerne hohe Pässe, kommen allerdings nicht immer an. Ich habe mir da so einige Highlight-Videos von ihm angeguckt. Generell muss ich aber sagen, ist mir das schon viel, viel lieber, wenn wir da eine gewisse Dynamik ins Mittelfeld reinbekommen. Und wenn er auch nur am Ende dann ein Wechselspieler ist oder ein Spieler für die Breite ist, weil bei aller Liebe, Latza, ne, unser Kapitän, hatte halt Probleme mit Verletzungen und ist für mich kein Spieler, der viel Spielzeit bekommen sollte, weil da halt komplett die Dynamik fehlt, die Zweikampfhärte fehlt. Und das sehe ich bei ihm ganz, ganz anders. Ich sehe auch, dass er zum Beispiel einem Salazar, aber auch vielleicht einem Kraus so ein bisschen den Rücken frei halten könnte im Mittelfeld, sodass die Jungs sich mehr in der Offensive einschalten können. Gerade Kraus ist so jemand, der sehr, sehr viel Arbeit mit da hinten machen muss und dann natürlich nach vorne nicht mehr ganz so viel gehen kann. Und auch Kral ist ja jemand, der was defensive Mittelfeld eigentlich so viel in Defensivaufgaben eingebunden ist. Aber gegen Ende der Hinrunde haben wir auch festgestellt, dass der sehr, sehr stark auch offensiv Akzente setzen kann. Da hat er ja in einem Spiel sehr, sehr gute Pässe auch gespielt und ich weiß nicht, war das ein Pfosten- oder Lattentreffer? Da hat er auf jeden Fall auch gezeigt, dass er gut abschließen kann.
Und ja, deswegen, also würde mich freuen, wenn man die Jungs dann auch mehr in der Offensive sehen kann. Was man auch bei ihm nicht unterschätzen darf, ist der Aspekt, dass der auch Innenverteidiger spielen kann. Und ja, bei Jens hat das ja sehr, sehr gut funktioniert. Wenn der Reis auf einmal auf die Idee kommt, in der Innenverteidigung höher zu stehen oder höher stehen zu wollen, braucht er halt einen zweiten schnellen Mann. Könnte vielleicht Greimel sein, der braucht aber gegebenenfalls noch ein bisschen Zeit. Matriciani hat nicht so gut funktioniert. Dann könnte es aber auch sein, dass wir den Ballanta als Innenverteidiger sehen werden. Spielt auch oder hat auch einen linken Fuß, würde dann im Prinzip den linken Innenverteidiger geben. Haben wir in der Art auch nur mit Kaminski einen Linksfuß in der Innenverteidigung. Ja, bietet sehr, sehr viele Optionen, finde ich. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns den Spieler auch einfach mal so an über Transfermarkt. Immer so schön, da mal reinzuschauen. Hier Eder Balanta, Meister geworden in der Schweiz. Schweizer Cupsieger, Pokal zweimal geholt. Dreimal belgischer Meister. Belgischer Superpokalsieger. Copa Südamerika Gewinner. Also der Junge hat einiges an Erfolgen schon sammeln können. Argentinischer Meister auch bei River Plate, auch da den Pokal geholt. Copa Libertadores Sieger, ist ja die Champions League in Südamerika. Also der Junge hat schon sehr, sehr viele Erfolge sammeln können. Marktwert 3 Millionen, ist mittlerweile 29, eigentlich im besten Fußballeralter. Und ja, bei Brügge ist er jetzt zuletzt nicht mehr Stammspieler gewesen. Hat trotzdem diese Saison noch 4 Champions League Spiele gespielt. Allerdings, ihr seht es hier an der Minutenanzahl, 45 Minuten, das waren dann eher Kurzeinsätze. Genau, ist jetzt bei uns ausgeliehen. Kaufoption, soweit ich weiß, gibt es keine. Bis 2019 in der Schweiz gespielt, dann 4 Jahre in Belgien, jetzt Bundesliga, davor 4 Jahre bei River Plate, kam über die River Plate Jugend. Also schon durchaus eine gute Karriere, würde ich mal sagen, für den Bundesliga-Abstieg oder Abstiegskampf. 9 Nationalspiele, Nationalspieler mit 9 Spielen für Kolumbien. Letztes Spiel gemacht, 22, also bedeutet auch zuletzt noch nominiert worden. War wohl auch häufig nicht im Kader, teilweise dann auch im Kader gewesen, aber keine Einsätze. Ist aber, würde ich sagen, so im erweiterten Umfeld, vielleicht so wie in Deutschland. Wer wird da reinpassen mit 9 Spielen? Hier so ein Arnold oder so von Wolfsburg, würde ich den jetzt mal bei Kolumbien einordnen. 2013, 14 hatte der eine gute Phase, hat auch schon WM gespielt für die. Und war dann immer mal wieder dann aus dem Kader, dann ab 2017 eher nicht mehr im Kader gewesen, jetzt zuletzt noch mal angekloppt. Okay. Da gucken wir mal auf seine gesamte Karriere, was man da so sehen kann. Er sammelt fleißig gelbe Karten, also hat 75 gelbe Karten geholt, 4 gelb-rote, 3 rote, also sehr, sehr harter Spieler. Torgefährlich, eher nicht so, 15 Tore gemacht, aber eher torgefährlicher wie das Auge für einen Mitspieler zu haben. Hier sieht man auch, dass der eigentlich eher Innenverteidiger ist, oder zumindest mehr Spiele gemacht hat als Innenverteidiger. Defensives Mittelfeld 95. Also wie gesagt, bringt uns auch so eine gewisse Möglichkeit, da nochmal verschiedene Formationen zu spielen, vielleicht auch mal mit einer Fünferkette, bringt uns auch so eine gewisse Breite, auch einfach, da der Defensiv- und Innenverteidiger spielen kann und ein Linksfuß ist, was wir so nicht im Kader haben. Also ich glaube schon, dass das guter Transfer werden kann. Und ja, Kaufoption fehlt, wenn er jetzt richtig einschlägt.
dann wird es auch vielleicht schwierig, den dann zu halten. Also so als Kaderspieler finde ich den richtig, richtig gut. Viele haben auch gesagt, ich springe mal wieder zu euch, dass man euch auch sieht. Viele haben auch gesagt, ja, okay, aber warum haben wir dann aus Mainz den Trauer geholt? Kann ich nachvollziehen auf einer gewissen Weise, aber Ballanta ist halt, hoffe ich zumindest, ein Upgrade zu ihm. Plus, der ist nochmal defensiver. Und der Tower, der hat sich ja jetzt auch verletzt, fällt, glaube ich, noch ein paar Wochen aus. Zumindest bis der wieder spielfit ist. Und in den nächsten Wochen entscheidet sich ja auch mehr oder weniger, ob wir noch den Anschluss zum Abstiegskampf herstellen oder ob wir dann komplett abgeschlagen sind. Und deswegen würde ich das schon, da begrüße ich das schon, dass man jetzt nochmal sich aufstellt, um dann nochmal all in zu gehen jetzt für die nächsten Spiele. Würde sagen, 4, 5, 6 Spiele wird sich entscheiden, wo dann Schalke 04 am Ende dann auch landen wird. Ob man noch eingreifen kann im Abstiegskampf oder ob man dann irgendwann komplett abgeschlagen ist. Auch was man natürlich sehen muss, ist gerade im zentralen Mittelfeld, auch mit Kral, Salazar, zwei Spieler, die jetzt erst aus einer Verletzung zurückkommen. Plus Lasse hat jetzt überhaupt nicht überzeugt. Und das so in dieser Gesamtheit kann ich schon nachvollziehen, dass man da ein defensives Mittelfeld oder defensiven Mittelfeldspieler holt. Und in Verteidigung ja generell auch eine Problemstellung. Und mit dem Spieler hast du im Prinzip so beide Seiten so ein bisschen abgedeckt. Und deswegen feiere ich erstmal den Transfer. Ich kann ihn nachvollziehen. Jetzt nicht so, dass ich Freudesprünge hier machen werde, aber das, was man zu dem Spieler sieht, was man so mitbekommen hat, was man auch lesen konnte, gefällt mir auf jeden Fall. Ich hätte mir ja auch noch einen Links- oder Rechtsaußen noch zusätzlich gewünscht. Muss aber sagen, mir gefällt Kusuki, mir gefällt auch Skarke. Ich sehe das schon, dass wenn die beiden mit einem Salazar und einem Kral auf dem Platz stehen, die auch einsetzen können. Ich habe ja gesehen, wie der Salazar den Kusuki da geschickt hat durch die Lücke. Plus, wenn die sich auch ein bisschen einspielen. Ne? Skarke hat sein erstes Spiel gemacht. Kusuki ist ja jetzt auch erst neu mit dabei. Und Kral und Salazar standen jetzt zum ersten Mal mit den Spielern überhaupt auf dem Platz. Wenn sich das alles so einspielt, dann kann ich schon, denke ich schon, dass das eine gute Offensivabteilung ist, mit welchem Stürmer dann auch immer. Und hinten dran hast du halt noch einen Sidi Sané, der sehr, sehr schnell ist. Und mit Bülter und Mohr auch nochmal zwei Flügelspieler, die du bringen kannst. Von daher finde ich uns da in der Breite gut aufgestellt. Klar, Qualität geht nochmal ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr Tempo geht auch noch in der Breite, weil Bülter und Mohr sind nicht langsam, aber sind jetzt auch keine Flügelflitzer wie vielleicht so ein Kusuki und so ein Skarke, die auch nochmal diese Wendigkeit auch so ein bisschen mitbringen, die auch, wo der Ball auch am Fuß so ein bisschen besser liegt als vielleicht beim Bülter, der schon den einen oder anderen Ball auch so ins Aus gestolpert hat. Und ja, da bin ich mal gespannt. Bin aber jetzt mit dem Kader soweit erstmal zufrieden. Man muss auch ganz klar sagen, jetzt mit dem neuen Trainer Reis plus den Neuzugängen sieht der Kader auch besser aus wie in der Hinrunde. Ich hatte ja die Befürchtung gehabt, eine lange Zeit, dass wir diese Transferperiode irgendwie in den Sand setzen. Aber jetzt zum Ende hin, ne, wen haben wir abgegeben? Mollet und Larsson und Çalhanoğlu und Flick. Çalhanoğlu war ein kompletter Backup-Spieler, komplette Reservespieler, der hat eigentlich bei uns ja gar nicht stattgefunden. Flick auch eher notgedrungen unter Kramer, dann auch so gut wie gar nicht gespielt. Mollet war ein Stammspieler gegen Ende, der war auch so ein richtig kreativer Spieler. Da kommt allerdings Salazar zurück, den ich nochmal für viel besser sehe als Mollet. Und Larsson ist auch gar nicht angekommen, ne? Das ist. Ob du jetzt Larsson im Kader hast oder nicht, spielt überhaupt keinen Unterschied für mich, weil der Junge auf dem Platz unsichtbar war und der hatte viele Chancen bekommen. Jetzt auch gegen Ende, wo man sagt, er hätte jetzt fit sein müssen. Er hat jetzt auch schon ein paar Spiele hinter sich. Gar nicht funktioniert. War ja gegen Bayern live im Stadion, da habe ich auch ein bisschen auf Larsson geguckt. Und da war selbst Sidi Sané aus der U23, hatte einen besseren
besseren Eindruck bei mir hinterlassen. Von daher, mit den Neuzugängen plus jetzt auch noch den Spielern, die aus der Verletzung zurückkommen, plus jetzt auch diese Art und Weise, wie wir spielen unter Reis, sind wir viel, viel besser aufgestellt wie in der Hinrunde. Die Sache wird jetzt einfach sein, können wir daraus Kapital schlagen? Ne, können wir daraus was machen? Es werden jetzt sehr, sehr viele entscheidende Spiele kommen. Eins davon war schon im Prinzip gegen Köln. Gegen Köln haben wir einen Punkt mitgenommen. Das sind aber so Spiele, wo du den Dreier unbedingt mitnehmen musst. Eigentlich auch gegen Frankfurt. Immer wenn du die bessere Mannschaft bist, immer wenn du auch von den Expected Goals Wert besser bist als der Gegner, musst du auch als Sieger vom Platz gehen. Du musst ja jetzt Punkte gut machen und gerade auch bei den 6 Punkte spielen. Das wird sehr, sehr wichtig sein. So. Dann gucken wir mal hier rein. Und zwar gehen wir mal auf Reaktion. Da so ein bisschen zu zeigen, was ich meine. Schalke 04 generell, hier bei Understat, könnt ihr euch mal angucken, wird so im Prinzip mit den Expected Goals Wert und Expected Punkte wird so gearbeitet und daran wird halt eine Tabelle dann gemacht, wie es eigentlich hätte sein sollen, wenn das alles wahr geworden wäre, wenn die Spielverlaufe anders dann ausgegangen wären. Hier sehen wir Schalke auf Platz 18. Aber wir sehen hier bei den Expected Punkten, müssten wir rein theoretisch 10,58 Punkte mehr haben. Und das wären 20 Punkte. Ne? Ich mache hier mal eine Bundesliga-Tabelle auf, um so einen Vergleich zu haben. Bei 20 Punkten wären wir jetzt vor Hoffenheim. Platz 13. Ja, und gegebenenfalls hätten hier auch ein paar Mannschaften dann weniger Punkte, da wir gegen die gewonnen hätten. Also auf Platz 20 zu sein, das wäre jetzt wirklich sehr, sehr stark. Also wir sehen hier, wir haben 6 Expected Goals, 6 Tore oder quasi schon 7, 6,9, 2 Tore hätten wir mehr haben müssen und wir hätten minus 8 Tore weniger kriegen müssen. Dann wären wir bei 32 Toren reinbekommen. Wäre immer noch in der Bundesliga hier im Vergleich. Da wäre so wie Hertha von der, oder Stuttgart, okay, das wäre halt ganz anders. Da wärst du halt auf einem Level wie deine Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. Und von den Toren 20, bei 20 wärst du auch wie Hertha, wärst besser als Bochum, ähnlich wie Stuttgart, Augsburg. Da wärst du halt komplett konkurrenzfähig, wenn die Ergebnisse so gekommen wären. Aber wir haben halt vor allen Dingen im Tor und in der Abwehr dann so katastrophale individuelle Fehler drin gehabt, dass das dann so ausgeschlagen ist. Und haben im Sturm dann auch sehr, sehr viel liegen lassen. Und deswegen rein von der Spielweise. Und wir hatten ja auch lange noch Kramer Fußball dabei gehabt. Das ist jetzt unter Reis auch nochmal besser geworden. Ne, rein jetzt von den Spielverläufen müssten wir eigentlich ganz woanders stehen in der Tabelle. Zumindest im Abstiegskampf voll da sein. Und wenn wir jetzt so überlegen und ein bisschen mehr Glück auch haben, so in Situationen, nicht nur in den Situationen, wo man dann im Abschluss die Bälle reinmacht, aber auch so mal Situationen wie mal eine rote Karte für dich kriegen, mal einen Elfmeter zugesprochen kriegen. Haben wir auch gehabt, alles in der Hinrunde, haben wir auch vergeigt gegen Wolfsburg, Elfmeter nicht reingemacht oder in Überzahl noch Spiele unentschieden gespielt etc. Augsburg hatten wir auch, ich meine, da waren wir auch in Überzahl, mir das nicht sogar dann noch aus der Hand gegeben. Waren auf jeden Fall einige gute Dinge auch passiert, aber wir haben halt auch viel häufig auch mal Pech gehabt mit Schiedsrichtersituationen. Bestes Beispiel direkt am Anfang gegen Köln und immer mal wieder oder sehr, sehr häufig pfeifen die Schiedsrichter dann auch Kleinigkeiten gegen Schalke. Auch jetzt hier gegen Köln
war der Schiedsrichter auch sehr, sehr viel gegen uns am Pfeifen. Und ja, das sind halt so Punkte, wo man auch mal ein bisschen mehr Spielglück einfach kriegen muss beim nächsten Mal. So, was sagt der Chat? Ich glaube, der Chat ist eingefroren. Ja, kann sein, als ich auf den anderen Bildschirm geklickt habe, dass der dann kurz nicht mehr nach unten gesprungen ist. So, sind wir gespannt auf den neuen, oder? Genau. Was ist deine Meinung zum Neuzugang? Habe ich eben gesagt, kannst gerne zurückspulen. Jakobus ist auch da. Glück auf, mein Bester. Almeida Pereira. Was für eine Kante, wie ich finde. Hoffentlich wird er wirklich der Mannschaft helfen. Hoffentlich. Denkst du, dass wir noch den Klassenerhalt schaffen werden? Also, komm, wir springen nochmal in die Tabelle rein. Es geht ja wirklich drum. Ich glaube, Stuttgart und so weiter werden alle punkten, aber ich glaube, Bochum und Hertha irgendwie hinter dich zu lassen und den Relegationsplatz anzupeilen. Letztendlich sind 6 Punkte Rückstand auf Bochum. Bochum hat auch eine ähnliche Tordifferenz wie wir. Wenn wir hoffen, dass Hertha weiterhin so schlecht spielt, werden wir auch Hertha irgendwann überholen. Wenn wir jetzt langsam mal auch ein paar Dreier holen. Und dann sind es halt nur 6 Punkte, ne? Das sind 2 Spiele. 2 Spiele. Gegen wen spielt Bochum jetzt als nächstes? Komm, wir gucken mal rein. Gegen wen spielt Bochum als nächstes? So, die spielen gegen Hoffenheim. Okay, Hoffenheim ist sehr, sehr schlecht drauf. War dann Dortmund, Bayern, auch wenn die häufig hier gegen so Mannschaften mal gewinnen. Und dann Freiburg. Also die haben dann auf einmal, okay, das ist Pokal. Achtelfinale, okay. Das ist nicht Bundesliga. Ja, aber die haben Bayern und Freiburg. Gegen Hoffenheim hoffen wir mal auf ein Unentschieden oder auf eine Niederlage für Bochum. Und dann könnten wir hier im Prinzip 6 Punkte aufholen. Gegen wen spielen wir jetzt? Sagen wir mal, Bochum holt aus den nächsten 3 Spielen einen Punkt. Und wir spielen jetzt gegen Gladbach, Wolfsburg, Union. Gladbach holen wir vielleicht einen Punkt, Wolfsburg holen wir einen Dreier, sag ich jetzt einfach mal. Und Union spielen wir auch unentschieden oder vielleicht verlieren wir auch gegen Union. Sagen wir mal 4 Punkte, dann sind es nur noch 3 Punkte auf Bochum. Dann sind es nur noch drei, wären es 3 Punkte aus Bochum, dann hast du schon wieder dich daran, also dich da in Stellung gebracht, plus du hast ja noch das direkte Duell dann gegen Bochum. Und Hertha spielt jetzt in den nächsten 3 Spielen. Gegen Frankfurt, Gladbach, Dortmund, das sind 3 Niederlagen, oder? Wenn ihr mich fragt. Das sind 3 Niederlagen. Dann hast du sogar, wärst du punktgleich mit Hertha, hättest Bochum in 3 Punkte, wärst du auf Bochum dran. Also rein theoretisch so, ne, ist das voll möglich. Ist das voll möglich so? Du musst halt nur zusehen, dass du einen Dreier mal holst und anfängst auch in der Saison mal stattzufinden. Jens hat mir richtig gut gegen Köln gefallen, absolut. Willi ist da, Glück auf, liked mal alle. Genau, einfach einen Daumen nach oben unterm Video reinballern, ist wichtig für den Algorithmus. Gerne auch abonnieren, wenn ihr neu hier seid. Ich glaube zwar an den Klassenerhalt, es wird sehr schwer, auf jeden Fall wird schwer. Ich glaube nicht wirklich daran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich würde zum Beispiel kein Geld wetten, aber häufig ist das so im Fußball, dass Mannschaften, die eine lange Zeit unten gewesen sind, dann auf einmal durchmarschieren. Hatten wir ja auch bei Mainz gehabt. Ne? Die hatten in der Abstiegssaison mit uns, hatten die noch weniger Punkte als wir und am Ende im Mittelfeld gelandet. Immer dran glauben, bis es punktezählerisch nicht mehr geht. Willi schreibt, Latzer und Kraus haben ja Doppel-6 und Doppel-8 gemacht gegen Köln. Kraus sehr gut, Latzer ein Ausfall. Ich glaube, das ist der Grund, dass man zwei variable Sechser hat, an denen man dann nicht vorbeikommt. Ich glaube auch. Ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen erkannt worden, denke ich mal, dass das mit Latzer einfach nicht funktioniert in der Bundesliga, wenn du auch so einen Pressing-Fußball spielen willst, wenn du auch, ja, in die Zweikämpfe gehen willst, wenn du auch selber mit Wucht in die Zweikämpfe gehen willst. Also Köln war ja auch so eine Zweikampfschlacht gewesen. Und wenn du dann immer
Oder einige Spieler hast, die dann das nicht machen, wie ein Latzer, wie auch ein Larsson beispielsweise, der kaum in die Zweikämpfe gekommen ist. Dann, wenn da schon zwei Spieler raus sind, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Valanta soll auch Innenverteidiger spielen können, falls du das noch nicht gesagt hast. Ja, habe ich gesagt. Und der ist auch Linksfuß, was auch nochmal sehr, sehr gut ist und was wir auch gebrauchen können. Von daher ist das, glaube ich, echt ein guter Transfer, um da diese zwei Problemstellen, defensives Mittelfeld und Innenverteidiger, ein bisschen aufzufangen. Zumindest auch für die Breite. Ahmed, sorry, sollte Glück auf werden. Glück auf, mein Bester. Schön, dass du da bist. Mischa, der Deal mit Isco ist doch noch geplatzt, genau. Habe ich auch sehr, sehr spät erst mitbekommen, dass der, also ich habe dieses Gerücht gesehen, ganz, also als das neu rausgekommen ist, habe aber gedacht, dass das Fake wäre, so. Das nicht für so voll genommen, weil auch Union dann viele Witze drum gemacht hat. Letztendlich war das aber dann wirklich so und der kam auch zum Medizincheck. Und am Ende hat es dann irgendwie nicht funktioniert, weil die einen gedacht haben, das ist netto und der andere hat gedacht, das ist brutto. Da gab es wohl Probleme bei der Kommunikation. Bisschen bitter für Isco, weil der war ja auf dem Weg nach Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt so schnell noch einen Verein findet. Er wollte ja weg von Sevilla. Max, Mac, Balanta wird unser neuer Jones. Ich habe ja gesagt, unser neuer Paulsson. Also der erinnert mich voll an Paulsson, so ein richtig defensiv starker Spieler. Und ja, Jones könnte der auch dran anknüpfen. Sind ja relativ ähnliche Spielertypen. Wie würde deine Wunschelf aussehen gegen Mönchengladbach? Fragt Marv. Ja, gucken wir mal rein. So. Ich gehe mal kurz auf unseren Kader, um da keinen Spieler zu vergessen. Es ist natürlich auch die Frage, ob die Spieler fit sind. Also ich gehe weiter jetzt mit Ralf Fährmann im Tor. Das wird auch, also nochmal ein Wechsel wäre auch dumm. Jens auf jeden Fall in der Innenverteidigung gesetzt. Und dann ist die Frage, wo willst du dann den Ballanta spielen lassen? Ich würde den ja als linker Innenverteidiger spielen lassen. Rechts würde ich mal den. Na, rechts würde ich weiter Brunner und links würde ich den Aydin sehen. Solange der Owe ja noch verletzt ist. Wobei der auch im Testspiel heute gespielt hat. Also der ist auch wieder im Mannschaftstraining, wird jetzt auch nicht mehr lange dauern, bis auch er wieder zurückkommt. Dann Sechser Kral, wenn er fit ist, mit Kraus auf der 8. Salazar auf der 10, Kusuki rechts. Links Garke und vorne dann. Ich gehe mit Terodde. Frey hat mir im letzten Spiel nicht so gefallen. Also, das wäre so meine Wunschelf. Ich weiß jetzt nicht, ob Kral schon 90 Minuten machen kann. Wenn er auf der Bank sitzen würde, würde Ballanta dann für mich auf Sechser dann auftauchen. Und dann würde ich nochmal mit Yoshida und mit Jens dann die Innenverteidigung bilden. Und ja, ich glaube, das wär eine gute Elf. Uhron gegebenenfalls auch natürlich eine Option. Ovejan, wenn er möglicherweise fit genug ist, könnte man auch reinschmeißen als Linksverteidiger. Und das wäre so meine Elf. Schreibt mal eure Wunschelf in die Kommentare. Genau. Er war ja schon in Berlin. Salazar wird aber nicht von Anfang an spielen. Wenn er nicht spielen wird, würde ich dann vielleicht Drexler spielen lassen anstatt Salazar. Also lieber Drexler wie Latzer. Wäre schön, wenn wir unsere Torallergie langsam mal ablegen können. Absolut. Bin ich auch für. Und ja, ich weiß, ich bin noch unsicher, wer im Sturm spielen sollte, ob Frey oder Terodde. Bülter muss häufiger auf die 9, der Junge ist eine Maschine. Wie seht ihr Bülter als einzige Spitze? Wäre das auch eine Option, wenn du sagst, viel mit Speed spielen, Bülter in der Box. Ich glaube, da ist der aber nicht so, nicht genug Kante für und nicht genug eiskalter Torjäger vielleicht, obwohl der auch
sehr torgefährlich eigentlich ist, wenn er in guten Schusspositionen kommt. Wie würdet ihr das sehen? Bülter als einzige Stürmer. Rechts dann Kosuki, links der Skarke. Bülter ist mir manchmal zu eigensinnig. Ab und zu ja. Teilweise in der zweiten Liga hat er auch immer aus 40 Metern draufgehalten. Würde eher mit frei anfangen und Terodde als Joker bringen. Latza geht mal gar nicht und Bülter hat gar nichts geleistet am Sonntag. Ich bin froh, dass wir da jetzt mit Skarke und Kosuki zwei ja, sehr, sehr interessante Spieler über außen bekommen haben. Macht auf jeden Fall Spaß, denen zuzugucken. Und genau. Ja, soweit so gut zum Deadline Day. Guck mal ansonsten, ob noch in der Bundesliga was passiert ist, worüber man sprechen kann. Mich würde auch interessieren hier der Enzo-Transfer zu Chelsea, ob der durch ist oder nicht. Ich habe ja auch zu Borna Sosa Gerüchte, dass er nach Leverkusen gehen könnte. Aber im Endeffekt ist er dann doch geblieben. Das wäre für uns sehr, sehr gut, wenn er am letzten Tag gewechselt wäre und Stuttgart da keinen Ersatz bekommen würde. Aber Stuttgart verkauft Amada an Crystal Palace. Offiziell Arsenal holt Jorginho. Bochum findet Abnehmer für Mosé. Hazard per Laie zu PSV Eindhoven, also der Dortmunder Hazard. Inter mit Vorstoß beim FC Bayern wegen Pavard und Bayern hat abgelehnt. Sabitzer nach Menu ist durch. Bericht: Atalanta Wechsel vom aussortierten Schulz vom Tisch, kein Angebot. Sehr, sehr geil. Dortmund kriegt den einfach nicht verkauft. Wechsel von Isco zu Union geplatzt. Bayer bestätigt, Huerta kommt. Geht aber bis 2024 zum FCN. Okay. Cancelo nach München. Das sind die Top-Transfers am Deadline Day. Also, Serdermir von Leverkusen nach Nordsjælland. Okay. Valanta zu uns. Ich zeige euch das mal. Dann haben wir hier Koray Günther von Hellas zu Sampdoria. Denis Suarez von Celta Vigo zu Espanyol. Amada von Stuttgart nach Palace. Severovic Benfica nach Celta. Philipp Max geht nach Frankfurt. Laie mit Kaufoption in Höhe von 2 Millionen. Das wäre doch einer für uns, oder? Philipp Max, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ehemaliger knappe Schmiedespieler. Ups. Frankfurt macht teilweise richtig gute Transfers. So, ne, hätten wir den mal geholt anstatt Uhonen. So, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Ups. Auf diese Werbung. Gucken wir da mal rein. Philipp Max, nicht Max Meyer. Jetzt sind Spiele gemacht. Kaufpflicht in Höhe von 2 Millionen. Wir können den ausleihen. Sehr krass, sehr krass. Eigentlich auch mehr oder weniger Stammspieler. Champions League gespielt, zumindest Quali. Europa League gekickt. Krass, krass, krass. Hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Machen wir mal weiter.
Selim Amala von Lüttich zu Real Valladolid. 1 Million Ablöse, 1 Million. Auch sehr, sehr günstig. Hat ja bei Marokko sehr, sehr stark gespielt. In der Weltmeisterschaft. War auch mehr oder weniger schon fast die erste Option von vorne als Zehner. Thorgan Hazard verleihe nach Eindhoven. Thauvin nach Udinese. Marquinhos von Arsenal nach Norwich. Marquinhos? Das ist nicht der Marquinhos aus PSW, der PSG. Marquinhos. Den hatte ich gar nicht so auf dem Radar. Stimmt, die hatten da noch einen Brasilianer. Ein Spiel gemacht für Arsenal. Okay, Leihdeal. Gibt es ansonsten noch? Diego Llorente geht nach Rom, Leih 500.000. Sergi Canos von Brentford nach Olympiakos. Antonin Barak nach Florenz. Zaza Lukic, immerhin 9,1 Millionen nach Fulham. Benz geht nach Rennes. Bertrand Traoré, Laie nach Verletzung abgebrochen, okay. Der war auch mal richtig stark. Starker Spieler damals bei Olympique Lyon. Ein richtiges gutes Talent, dann irgendwann leider nicht mehr weitergemacht. Ilya Sarbani, Bournemouth, 22 Millionen Ablöse. Eremoffi, Jorginho nach Arsenal, Cancelo. Hier nochmal aktualisieren. Neueste Transfers. Marktwert machen wir mal. Marktwert ab 2 Millionen. Vitinha 25 Millionen nach Marseille. Van Aanholt geht nach Eindhoven. Oh, Boufal geht nach Al-Rayyan in Katar. Das ist so typisch für marokkanische Spieler, ne? Also der war auch super bei der WM. Sofiane Boufal. Sehr, sehr stark, wirklich. Und dann geht der einfach mit 29 nach Katar, um das nochmal schön abzukassieren. So richtig einfach seine Karriere in den Mülleimer treten. Der kann nächstes Jahr auch nochmal WM spielen. Oder nicht nächstes Jahr, nächste WM kann er auch nochmal seine letzte WM spielen. Der Marokko ist ins Halbfinale gekommen. Da kann der nochmal was reißen, aber der wechselt dann lieber nach Katar. Keita, Sila, Sarawi, Jorginho Seferovic, Sabiri, boah, sehr viele Marokkaner wechseln am letzten Tag. Florenz nach Sampdoria-Laie, okay. Machen wir hier mal Bundesliga auf. Für Deutschland. Bundesliga. Hey, dann habe ich auch gesehen. Ah, ne, ich dachte, der kam zurück nach Hertha. Der ist nach Venedig gegangen.
Hertha. Transfers. Genau, ich habe gedacht, er kommt hier nochmal zurück, um die so zu verstärken. Aber scheinbar ist er zurückgegangen, um einfach einen neuen Verein zu finden. Das heißt, Hertha hat offensiv dann auch Mauli da verloren. Von daher auch erstmal gut. Amada ist auch vielleicht gut, dass der 12 Millionen haben die da gekriegt. Stuttgart macht halt auch immer Mega-Deals, ne? Wenn man auf Stuttgart guckt, 36 Millionen eingenommen. Wahnsinn. Aber komischerweise ersetzen die Spieler sehr, sehr selten. Zumindest gleichwertig. Chigerci ist zurückgegangen nach Hertha für 350.000. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Spieler ist, der die so weiterbringt. Ansonsten, was ist sonst noch so passiert? Delaney nach Hoffenheim per Laie. Okay. Bürk ist gegangen. Gewechselt von Bremen. Der war auch eigentlich immer gut, so für die letzten Minuten wegen seiner Schnelligkeit. Da haben die auch auf jeden Fall irgendwie so eine Waffe verloren. Haraguchi ist gegangen nach Stuttgart. Und Diaz ist gegangen nach Stuttgart. Okay. Da muss man mal gucken, ob die zwei den dann so auffangen können. Philipp nach Bremen. Nicht so schlecht. Da los. Okay, die sind jetzt alle vorm Deadline. Mal, ob wir hier irgendwie noch irgendwas noch verpasst habe. Ups, nach Hoffenheim. Okay. Ja, so viel zum Deadline Day. Bin mal gespannt auf Cancelo, der sich so machen wird in der Bundesliga bei Bayern. Der galt ja mal eine Zeit lang auch statistisch als bester Rechtsverteidiger der Welt. Hat jetzt bei City dann irgendwann nicht mehr so performt. Bei Bayern finde ich Pavard auch nicht so besonders gut. Masraoui finde ich richtig stark und ich finde auch Gravenberch richtig gut. Aber ja, die haben ja jetzt schwer, ne, Masraoui und Gravenberch da an die Spieler vorbeizukommen. Bin mal gespannt, wie der sich schlagen wird, was passieren wird, wenn da auch die Spieler langsam dann fit werden. Auch in der Abwehr gibt es ja auch auf der linken Seite teilweise Probleme, wenn der Davis mal ausfällt. Bin mal gespannt, was da passieren wird. Okay, ja Leute, dann bedanke ich mich, dass ihr hier zahlreich erschienen seid. Hier am Haben wir heute Mittwoch, Dienstag und sind jetzt 23 Uhr. Ja, wünsche euch noch einen angenehmen Restabend und sehen uns dann im Laufe der Woche wieder. Diese Woche bin ich, oder ja, diese Woche bin ich in Gladbach live dabei im Stadion. Deswegen wird es keinen Stream geben während des Spiels, aber gerne davor oder danach werde ich mal online kommen und mit euch dann darüber sprechen. Letzte Frage von MA. Was denkst du, holt Schalke wieder Namen, Spieler, die sehr gut sind? Also vom Namen, Spieler mit einem guten Namen? Erstmal nicht. Erst wird irgendwann wieder kommen, wenn wir finanziell besser dastehen, aber aktuell nicht. Okay, dann schönen Abend, Leute. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao.